Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zum nächsten Testpack. Und hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Also noch geht's euch gut, da bin ich mir sicher. Und ob sich das jetzt ändern wird sofort, mal gucken. Also, ich habe schon wieder 4, 5 Stück ausprobiert und die waren alle scheiße. 2 sind gecrashed und bla bla bla. Und jetzt sind wir bei Future Punk gelandet. Future Punk, also werden doch ein paar mehr, wenn man guckt. Also je weiter man kommt, also jetzt sind wir bei der 1.5 Beta 2011, ja, also... nur nochmal, um das klarzustellen, dass es nicht die 1.5 nach Release ist, sondern in der Beta, also 2013 Jahre zurück. Naja, wir haben lilane Flaggen, wir haben alles Mögliche. Wir sind hier im Future Punk Geschehen eingetaucht. Ich fand es gar nicht so schlimm, also das ist comic-lastig und so, aber zumindest sind ein paar Sachen gemacht worden, also hier die Stone Pickaxe und die andere Pickaxe und so. Und Brote sehen ein bisschen aus wie Croissants, ne? Also das Water, der Water Bucket ist eher ein Waterglas, ne? Aber das sieht eher aus wie eine Butterdose, ne? Aber hey, ich habe mir gedacht, damit kannst du auf jeden Fall eine Folge quälen. Also die, oder wenn man es anders sagt, die Leute damit eine Folge quälen. Ja? Hier haben wir Tiere, Kühe, guck mal. Kühe sehen aus wie andere Dinger, andere Tiere. Also andere Kühe. Kühe sehen aus wie Kühe tatsächlich. Guck mal. Cool, oder? Das ist cool, finde ich. Das haben sie gut gemacht. Also, wenn man sich aus all denen eins mixen würde, ne? Ich meine, wir reden jetzt nicht von den Blättern, ne? Also wir reden jetzt bitte. Diese Folge verbiete ich jedem, Kommentare über die Blätter zu schreiben. Also ich möchte keine Kommentare über die Blätter. Nein, will ich nicht. Also, lass es sein. Es wird nichts über die Blätter. Oh, guck mal. Und wenn ich die Dinger abbaue, seht ihr das? Der kleine Schatten, der dann immer sich wirft. Ja, okay. Damit müssen wir jetzt halt mal leben. Man kann die Dinger hier auf jeden Fall ganz gut unterscheiden schon mal. Das ist ganz gut. Ja, wie gesagt, es ist alles nicht so einfach, das zu finden, zu suchen. Ihr werdet halt, sobald ihr das mal selber versucht, werdet ihr das merken. 51 haben wir erst. Warte mal, das kann doch nicht sein, oder? Doch. Okay, ihr werdet das selber ganz schnell merken, ja, also wenn ihr anfangt zu suchen und dann kommt der erste Idiot, ne, also ich meine, was heißt Idiot, aber Idiot, kommt dann drauf, ja, früher mit Sphex gespielt, Sphex, das ist so Comic. So, ja, und dann, okay, dann google mal. Ja, finde ich bestimmt sofort, Sphex. Ja, genau. Sphex war irgendwann mal Sphex und dann wurde es BD-Craft und jetzt wollen die sogar Geld für ihre Packs und die alten sind gesperrt. Also, hey, so kann es auch gehen. Ich meine, ich habe da kein Problem mit, ne? Also nicht falsch verstehen. Ich finde, wenn Leute über so einen langen Zeitraum von 2011 tatsächlich an bis heute an so einem Projekt arbeiten, ja, und Sphex hat... wie jedes Texture Pack irgendwann mal klein angefangen und dann hat es sich bis heute gehalten und Pure BDE Craft in sämtlichen Variationen ist heute immer noch angesagt bei vielen, vielen Menschen, die das gerne mögen, haben können, wollen, dies und jenes. Nein, ich wollte also nicht irgendwie, ne, dass die da Geld für nehmen, finde ich mittlerweile. Also ich sag mal, man könnte das mit einem Patreon sicherlich regeln. Ich weiß nicht, wie die das geregelt haben. Wahrscheinlich haben die das auch so gemacht. Wenn man wirklich so instant bezahlen muss, so richtig so Kohle bezahlen, überweisen, finde ich das ein bisschen dreist. Muss ich einfach sagen, weil die machen ja durch die Werbung und durch alles so viel Kohle auch. Aber gut, das ist nicht meine Sache. Ging jetzt nur darum... Also Pure BD Craft ist Sphex gewesen, also früher, und ja, das kriegst du nicht mal eben geschenkt. Also da kannst du so viel suchen, wie du willst. Da traut sich auch scheinbar keiner irgendwie mal ein gecracktes, also ein geklautes, irgendwie runtergeladenes irgendwie abzugeben auf seiner Seite, weil ich habe die Befürchtung, dass dieser BD Craft Kram doch eine
ja, eine Hausnummer geworden ist, die sich dann auch zur Wehr setzt und sagt, wir verklagen auch Leute oder so ein Scheiß. So kommt mir das jedenfalls vor. Ich weiß nicht, ob das so ist. Das können auch total nette Leute sein. Und sie können sogar nett sein und dich verklagen. Also, ne, gibt auch nette Leute, die einen verklagen. Finde ich, also, ne? Nein, ich wollte nur sagen, also an die Idioten da draußen, also es ist echt schwierig, was zu finden. Und ja, das habe ich jetzt, glaube ich, in den letzten Folgen so circa 10-mal, gefühlte 20-mal gesagt. Aber das ist einfach so. Also es gibt halt keine Möglichkeit. Irgendwie so eine Datenbank oder so, ne? Ist unheimlich schwer. Wie gesagt, du kannst mit Wayback Machine kannst du arbeiten. Da musst du aber, ne, das ist ja die Sache, also wenn du mit Wayback Machine arbeitest und gehst ins Jahr 2011, ja, das ist vollkommen in Ordnung, kann man machen, das ist, also wirklich, das ist in Ordnung, geht, du musst nur die Adresse haben von der Seite, die du haben willst, also wenn du die Adresse nicht hast, also die, ne, also HTTP, bla, bla, www und so, wenn du die nicht hast, dann kannst du so viel machen, wie du willst. Das hilft dir nicht wirklich, also es hilft dir tatsächlich nicht weiter. Wieso habe ich hier nur ein Sticky? Okay, warte mal, ich muss mal eben ein paar Stickies machen. Also, du musst die Seite haben und die auszuprobieren, wie die früher hieß. Wie will ich wissen, wie eine Seite vor 13 Jahren hieß? Also das ist ja, ich will nicht sagen unmöglich, aber das ist ja wie Lotteria, ne? Also man muss ja dann ausprobieren. Und wenn du Glück hast, findest du irgendwo noch einen Link im Forum oder so. Aber das Schöne ist, also diese BD-Craft zum Beispiel, also jetzt wenn du Swex nimmst, ja, die haben alle Links tatsächlich umgeleitet, ne? Also die haben das schon gut gemacht. Du kriegst also den Original-Link von damals nicht mehr, sondern du wirst in einem Forum, ernsthaft, das ist ein Forum-Eintrag von 2010, 2011, sagen wir mal, du wirst also da nicht umgeleitet dahin, wo du damals hingekommen bist und dann wird gesagt, die Seite existiert nicht mehr, sondern du kommst in einem uralten Forum, wo du eben in der Jahreszeit 2011 rumforscht, ja, kommst du zu einer neuen BD-Seite, also BD-Craft-Seite. Einfach, du wirst umgeleitet dahin. So haben die das gemacht. Also uralte Seiten von 2010 verweisen dich auf neue Homepages von heute. Was ja technisch jetzt nicht... Oh, wow, wie können die das nur machen? Oder wie machen die das? Die leiten das halt um, aber die haben das gemacht. Ja, und... Ja, da ist halt nichts mehr zu holen, ne? Und deswegen, also mit Wayback Machine, das ist so, das hält sich so in Grenzen. Wenn da Texture Packs sind von früher, die es heute praktisch nicht mehr gibt, ja, dann ist das in Ordnung, kann man das finden, ja, wenn man die Seite hat. Wenn das aber Sachen sind, die es heute noch gibt, wird es schwierig, weil das umgeleitet wird. Also auch von diesen alten Dingern. Es sei denn, du weißt sogar den Link vom Downloads-Bereich. Ne? Dann also mit dem Download-Link Verweis von welcher Datei, wie die damals hieß und so. Ja, das ist halt schon ein bisschen komplizierter alles. Und wenn die so wie Swex, meine, die Jungs sind, glaube ich, auch nicht doof. Ich denke mal, darum haben die das wohl gemacht. Also wäre jetzt mal so eine Idee. Ja, also wenn die nicht mehr Swex heißen, sondern BD-Craft, pure BD-Craft, dann ist es schwierig, das zu finden. Lass uns mal das Boot wegmachen, ne? Naja, komm, wir brauchen die Dinger hier. Dann ist es halt schwierig, weil die Seite eine ganz andere ist und die hat keine Wayback-Machine. Ja, also von Pure BD Craft gibt's keine Seite in der Wayback-Machine, weil da ist nichts mit Wayback. Weil die erst seit, weiß ich nicht wann, BD-Craft eingefügt wurde als Seite. Die haben sich dann wahrscheinlich irgendwann mal umbenannt. Kein Plan. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, nicht ganz so einfach, wie der eine oder andere sich das vielleicht vorstellen mag. Ne? Also das haben ja Leute dann immer so, naja, so...
Ja, ich will nicht sagen Goo Goo Dada im Kopf, aber irgendwie doch. Also ich glaube, Goo Goo Dada ist schon, also so eine Goo Goo Dada-Welt, ne? So, das hat ein bisschen was von Pippi Langstrumpf, so ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und so. Ja, würden wir alle gerne zwischendurch mal machen, ne? Zum Beispiel jetzt, dann hätten wir, naja, Sphax zum Beispiel. Also ich würde gerne mit Sphax spielen, einfach so der alten Zeiten willen, weil ich tatsächlich eine ganze Zeit lang früher auch Sphax benutzt habe. Und das ist ein sehr comic-lastiges, aber damals echt ein sehr, sehr gutes Pack gewesen. Also ich fand das sehr, sehr schön, weil das vor allen Dingen auch anders war als alle die anderen. Ne? Also da waren ja tierisch viele. Also ich habe jetzt gerade nochmal Planet Minecraft mir genommen. Ne? Also nur mal jetzt so als kleiner Hint. Planet Minecraft, da kann man eingeben Texture Packs, ne? Und dann kann man die Versionen scrollen und dann gibt es ein paar Einträge, ich sag mal so auf der 1.5 jetzt hier, Beta 1.5, gibt es halt irgendwie so 200 Einträge oder 100 oder was weiß ich, irgendwelche Einträge auf jeden Fall. Die gibt's schon. Und wenn man da halt so durchguckt, das ist, also ich meine, das sind schon mal ein paar Seiten, ne? Also die. Wie gesagt, das sind nicht wenige Texture Packs, die gemacht wurden. Ja, die wurden natürlich, jeder hat eins gemacht. Also gefühlt hat jeder User, also jeder Minecraft-User hat damals ein Pack gemacht. Jeder. Einfach weil jeder auf dieser Welle mitschwimmen wollte und sagen wollte, hey, guck mal, ich habe ein eigenes Pack gemacht. Das ist saugeil oder auch nicht. Ja. Ja. Und dann sind da halt hunderte von Einträgen. Und überall sind Bildchen dabei und du kannst überhaupt nicht entscheiden, welche Sachen gut sind oder schlecht sind. Die machen alle zum Teil, also die meisten nehmen die Bilder von irgendwelchen Texture Packs, ja. Welche das sind, weißt du nicht, ja. Da sind dann die ganzen Items drauf und so. Und das sieht wunderschön aus und so, ne. Und dann denkst du dir, oh, guck mal, der hat ja ein schönes Pack gemacht und bla. Und dann lädst du das runter und dann tust du das in den Ordner oder tust ihn direkt rein halt. Auf jeden Fall, ne? Und dann probierst du das aus und dein Spiel crasht instant, zack, weg. Ne? Also, da sind auch super viele Leute dabei, wie das immer so im Leben ist, ja, die einfach faken, wie die Player sind, also so tun als ob er, ja, und einfach irgendeinen Scheiß hochladen, ja, der nicht mal ihrer ist. Vielleicht sogar ein ganz anderes Pack von wem auch immer, ja, einfach umbenannt, ne? Weil so eine ZIP-Datei umbenennen ist ja jetzt nicht so. Puh, ja, also da brauche ich jetzt mal eben 2 Stündchen, lässt du mich mal alleine, weil ich muss die ZIP-Datei umbenennen. Ja, ist ja nicht so. ZIP-Datei umbenennen, schon hast du ein eigenes Pack. Denkst dir irgendeinen Tomato-Craft-Namen aus, ja, so wie vorhin dieses, was war das hier, Pudding Craft hatten wir doch, vorletzte Folge oder wann? Letzte war Adamant, ne, glaube ich. Davor war, glaube ich, Pudding. Dann hatten wir, was hatten wir noch für eine Scheiße? Wir hatten noch Modern Craft hatten wir. Ja, ich meine, Alter, du kannst jeden scheiß fucking Namen nehmen. Ja, irgendeinen dummen Namen halt. Und dann sagst du, das ist meins, habe ich gemacht. Okay, und dann hast du dieselben Texturen, wenn du Glück hast, if you're lucky. Ja, oder du hast halt irgendeinen Schrott da drin, ja, der gar nicht funktioniert. Der muss auch nicht funktionieren, weil er will ja nur seinen Kumpels in der Schule sagen, guck mal, ich habe bei Planet Minecraft, habe ich auch so ein Texture Pack gemacht. Oh, echt? Boah, das ist ja total schwer, glaube ich. Ja, war auch nicht einfach, aber ne, so. Die wollen ja nur Fame abgreifen, wo keiner ist für die, ne, weil sie sonst nichts in der Reihe kriegen in ihrem verfickten kleinen Drecksleben. Ja, so. Ja, und die spammen halt alles voll. Das ist nicht schlimm, ne? Jeder Idiot hat auch ein Plätzchen auf dieser Erde verdient. Ne? So, tut mir leid, wenn ich das jetzt so von oben runter hochnäsig sage. Ne? Ich habe da gar kein Problem mit, nur es nervt in dem Moment, wo ich ein Texture Pack suche, hunderte von diesen Dingern da rumfliegen und die alle nicht funktionieren, weil dieser Typ, der das gemacht hat oder, ne, das überhaupt keine Ahnung davon hat. Naja, und wenn, ich sag mal so, wenn das Spiel, das komplette Spiel crasht, also wirklich crasht, bevor du, also, das überhaupt reingemacht hast, also nur, du klickst es nur. Also,
Das ist nur der Klick. Also wirklich nur von dem Texture Pack der Klick. Du klickst es. Und dann schmiert dir das Spiel ab. Komplett. Ja, ne? Ich meine, wann es abschmiert, ist ja dann auch letztendlich vollkommen egal. Es schmiert ab und ja, das ist ja dann schon mal. Also, ich würde mal sagen, das ist klar, das ist nicht die beste Programmierung, wie auch immer, ja, oder Datei. Anordnung oder ich weiß nicht, worum es da geht, letztendlich vielleicht Beschriftung der Dateien, vielleicht Auswahl der Dateien, Größe der Dateien, Art der Datei, wir können noch stundenlang weitermachen, ihr habt das verstanden. Lass uns liegen und schlafen. Dieses ich würde sagen, bis sofort. So, ihr Lieben, ja, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir sind hier, ja, also es ist abgestürzt und zwar wegen diesem Futuristic Pack da und hat unser Bett auch mitgenommen, in den Tod gerissen. Wir haben also jetzt hier kein Bett, ne? Also hier sind Küken. Ich bin mal umgestiegen wieder ins alte Pack. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Weil unser Bett war hier irgendwo. Gott, was war das? Gott, nochmal, habe ich einen Schrecken gekriegt. Also unser Bett war hier irgendwo, ne? Also wir haben hier oben, hier drauf haben wir ja geschlafen. Also da war ja unser Bett. Dann hat er die Nacht aber irgendwie nicht anerkannt und das Bett hat er auch noch weggefetzt. Also unser Bett ist irgendwie verschwunden. Deswegen, wir sind jetzt hier am Arsch der Welt und ausgeliefert den Mächten der Nacht. Also, wir müssen mal so ein bisschen, das bringt uns nichts, ne? Wir haben ja keine XP-Leiste. Also wir müssten jetzt mal hier ein bisschen so die Nacht raus, also die Nacht rumkriegen, nicht rauskriegen. Alter, so ein Scheiß. Ja, du mich auch. Wir haben keine Möglichkeit. Ich mache hier mal ein bisschen Licht dabei. Wir haben hier jetzt keine Möglichkeit, großartig nach Hause zu laufen. Also ich weiß nicht, ob wir nach Hause laufen sollten. Aber die ganze Nacht warten. Wir sind noch bei der Hälfte der Nacht, sind wir erst. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ich habe auch keine Wolle dabei. Doch, ich habe Wolle dabei. Ja, ist es denn? Ja, guck mal an. Ja gut, okay, dann bauen wir uns ein neues Bett. Warte mal. Okay, wir können ein neues Bett bauen. Wir gehen zu unserem Nestchen hier. Da ist unser Nestchen. Und da ist auch so ein Schwachkopf, der Pfeile verschießt. Idiotas. So. Haben wir hier irgendwo... Gut, also. Wir stellen uns jetzt hier hin, mit dem Rücken zu allem. Wir brauchen noch ein so ein Dings hier. So. So, das. Nein! Was mache ich denn? Ich brauche doch keine Workbench. Die haben wir doch gerade. Wir sind gerade zur Workbench. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil als ich gerade das erste Mal gespawnt bin, noch mit dem anderen Default, weil der schaltet dann auf Default um. Also wenn das eine abstürzt, das Pack, dann schaltet der wohl auf Default um. Und ja, ist auch egal. Wir machen uns ein Bett, war angesagt. So, und dann müssen wir mal hier, so machen wir das mal. So. Dann, das ist wieder unsere Painterly-Geschichte übrigens, wollte ich nochmal gesagt haben. Ne, falls ihr also irgendwie sagt, oh, das kenne ich noch. Das ist das Bett, das kaputte. Genau, das ist das kaputte Bett. So war es damals mal. Gunpowder brauchen wir nicht. Lass uns mal abwarten kurz, bis die alle verreckt sind und dann machen wir beim nächsten Mal, ne? Also wir beenden das jetzt hier, das Leid und Elend mal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da ist der letzte umgefallen und naja. Okay, dann bis nächste Folge. Man muss das ausprobieren und dann tut mir auch leid, aber wir werden was finden. Ich hoffe, dass wir noch irgendwas Nettes finden und dann, ja gut, ne? Bis zur nächsten Folge. Ciao und bleibt gesund und munter.
Ich finde es ja schon schrecklich. Ich möchte einfach ein scheiß Texture-Pack haben, was funktioniert. Ich meine, dieses hier ist wunderschön, aber na, das haben wir jetzt schon so lange und ich dachte, wir tauschen ein bisschen. Aber naja, gut, okay, tschüss.